Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde The Long Dark Tales from the Far Territory. Wir sind noch im Schneesturm, das überrascht nicht. Das Lagerfeuer ist ausgebrannt. Ich nehme die Holzkohle mit. Und ich nehme tatsächlich auch das Lagerfeuer hier auseinander. Das muss an dieser Stelle nicht weiter rumstehen. Ja, und das Einzige, was uns bleibt, ist weiter durch den Schneesturm zu laufen. Zu schauen, ob wir irgendwie entweder den Schneesturm besiegen, indem er aufhört, oder wir uns dann doch irgendwo noch eine Unterkunft finden oder tatsächlich eine Schneehütte bauen können. Ich gucke mal, wie viele Stöcke ich jetzt schon habe. 14, das heißt einen noch, dann haben wir zumindest 15. Laufen können wir nicht. Und jetzt hätten wir genug, um uns eine Schneehütte zu bauen. Die Temperatur geht schon wieder stark nach unten. Naja, müssen wir mal schauen. Der Tag geht natürlich auch schon langsam zu Ende. Auch durch das Feuer, was wir gemacht haben, haben wir natürlich Zeit verbracht hier draußen und sind nicht weiter vorwärts gekommen. Und ich kann natürlich jetzt auch keine Karte zeichnen, weil die Sicht so schlecht ist. Das heißt, wir können auch die Map nicht weiter kartografieren. Aber auch da ist jetzt das ist nicht so schlimm, weil wir haben ja keine besonderen Sachen entdeckt, die sich lohnen festzuhalten. Wäre nur, dass man dann auch mal sieht, wo man sich gerade auf der Karte befindet. Ja, wie gesagt, notfalls bleibt uns die Möglichkeit, eine Schneehütte zu bauen. Die Schneehütte könnte, da könnte man dann drinnen übernachten, kann man drinnen schlafen. Und dann wird auch hoffentlich irgendwann der Schneesturm zu Ende sein. Ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen, hier drüber kommen. Tatsächlich. Und hier auch. Fantastisch. Aber auch hier oben ist jetzt nichts, keine Höhle oder was. Oder geht es hier weiter? Nee. Probieren wir gar nicht erst, gar keine großen Umwege laufen. Can't feel my feet. Naja. Die Klamotten werden jetzt wieder nass. Die Temperatur sinkt ab. Schwierige Situation. Der einzige Vorteil ist, dass wir jetzt schon länger nichts mehr mit Wölfen zu tun hatten. Mama, sieht das aus wie eine Höhle? Nein. Schade, schade, schade. Na, jetzt wurde er nämlich auch müde. Und jetzt haben wir wieder das Unterkühlungsrisiko. Ja, was halten wir denn davon, wenn wir hier versuchen, eine Schneehütte zu bauen? Ungültiger Standort. Also wäre denn ein gültiger Standort für so eine Schneehütte? Ja, war es gerade grün kurz. Dauert 45 Minuten. Oh Gott, bis dahin sind wir erfroren. So. Müsste die nicht auch irgendwo offen sein? Da vorne ist er offen. Da ist er offen. Verwenden. Da. So, und jetzt haben wir den Schnee da draußen, den Schneesturm. Die Temperatur geht langsam nach oben. Und ja, jetzt wird aber auch die Nacht hereinbrechen. Das heißt, auch in der Nacht werde ich nicht draußen rumlaufen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn der nächste Tag und hoffentlich ohne Schneesturm da ist. Und dann erkundet man die Karte weiter. Bis gleich. Ja, und damit sind wir wieder hier. Der Tag ist angebrochen. Und ja, wir liegen in unserer Schneehütte. Ich habe gegessen, getrunken, geschlafen und habe auch noch ein bisschen am Inventar sortiert, habe ein paar Sachen zerlegt noch, die uns sonst
die uns ein bisschen das Gewicht reduziert haben. Und wir haben eine Mütze und Handschuhe, die gefroren sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die Feuchtigkeit in den Klamotten hat nicht zugenommen, aber die Klamotten, die 100% durchgenässt waren, sind gefroren. Gehen wir nochmal hier rein. Ich habe hier die Mütze deshalb ausgezogen und den Schal angezogen, weil der Schal bringt wenigstens noch ein bisschen Wärme. Die Mütze bringt gar keine Wärme mehr. Und die Handschuhe habe ich auch ausgezogen, weil die keine Wärme bringen. Na gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Kann man noch anziehen und zumindest den Schutz, den sie bieten, noch mitnutzen. Ja, ansonsten verlassen wir die Schneehütte. Ich könnte die Schneehütte, glaube ich, auch abbauen. Da kriege ich zumindest ein bisschen was zurück an Material. Vor allen Dingen beim Stoff ist es ja doch interessant. Und ansonsten haben wir jetzt einen wunderschönen Tag. Und das Erste, was wir machen, wir klettern auf den ersten nahegelegenen kleinen Hügel, der hier ist. Und machen mal eine Map. Oh, ich sehe gerade, die Temperatur ist massiv runtergegangen. Okay, sind wir schon relativ weit hier unten in der Ecke. Das heißt, unser nächster Gang wird also jetzt heute zum Hangar sein, zu unserem kleinen Lager zwischendurch. Wir haben jetzt ein Unterkühlungsrisiko und das heißt, wir werden uns auch gleich dann ein Lagerfeuer machen. Die Temperatur ist jetzt doch schneller abgesunken als gedacht. Ich lege sogar noch ein Stück Ast, Tannenast. Was hast denn hier noch an Brennmaterial? Dann nehmen wir den mal auseinander in der Hoffnung, dass wir es überleben. Erfrierungen, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Dann suchen wir uns mal ein bisschen wieder eine windgeschützte Ecke. Dein allgemeiner Zustand ist dauerhaft verschlechtert. Na, das ist ja ärgerlich. Das sind Häschen. Hilft ja alles nichts. Na gut, brauchen wir jetzt nicht allzu weit laufen. Setze ich mich hier hin, mache ein Feuer. Könnte mir einen Hasen fangen da unten mit Pfeil und Bogen. Das ist jetzt ärgerlich, dauerhaft verschlechtert. Da vorne ist ein Kletterseil. Auch nicht schlecht. Wollen wir noch bis dahin? Nein, machen wir nie. So, was haben wir? 90% Erfolgswahrscheinlichkeit. Und dann geht's los. Ist natürlich von der Lage für ein Feuer ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, dass jetzt nicht gleich wieder ein großer Sturm auffacht. Dass ich mich zumindest ein bisschen wärmen kann. Sehr gut. Eine Kohle rein. Feuer machen. Haben wir jetzt verbessert. Ja, Feuer machen. Die Grundchance fürs Feuer machen ist um 5% gestiegen, von 50 auf 55. Und Feuer brennt 10% länger. Auch das ist auch schön. Gut. Und dann schauen wir mal, was braucht man hier. Erfrierungsrisiko geht weg. Das geht dann auch weg. Ja, und das kriegt man nie wieder hin. Na gut, müssen wir halt mit leben. Wie sieht es mit dem Essen aus? So, die Handschuhe tauen jetzt langsam auf. Und dasselbe wird mit der Mütze passieren. Na? Das heißt, ich ziehe die auch schon mal wieder an, dass ich es dann nicht vergesse. Die Klamotten werden trocken. Sehr schön. Hier gibt es erstmal Wasser. Und dann könnte ich mir tatsächlich Birkenrindentee. Was war Birkenrindentee? Jetzt haben wir auf dem Feuer stehen. Gut, ich muss ihn nicht trinken, ich weiß.
Den trinken wir. Das bringt auch noch mal schön Wärme in den Körper rein. Zustand wiederherstellen. Ah ja, okay, das ist natürlich auch schön. Dann geht das hier nach oben. Wobei, das, die Erfrierungen kriegt man wohl nie wieder weg. Das ist halt so, an der Hand hat er die Erfrierungen. Dort, wo die kalten Handschuhe waren, ne? Hm, blöd. Und haben wir sonst noch was, was wir garen können? Haben wir gerade nichts dabei, ne? Nö, dann machen wir halt Wasser. Und Tee kochen. Kann man natürlich auch nebenbei mitmachen. Da kriegt man vielleicht dann wenigstens hier noch den Skill verbessert. Haben wir es unter Kühlungsrisiko gehalten, das ist schon mal sehr schön. Erfrierungsrisiko ist nach wie vor da an der Hand. Aber jetzt müsste auch die... Na gut, das ist immer noch gefroren, ne? Die Mütze taut schneller auf als der Handschuh. Erstaunlich. Oh, da zeigt sogar hier unten die Steigeisen an. Nicht schlecht. So, was hat er jetzt? Jetzt hat das Kochen verbessert. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh gut. Da haben wir noch einmal Wasser rein. Und jetzt haben wir hier die nächste Stufe erreicht beim Kochen. 15% Kalorien von, oder plus 15% Kalorien von jedem gegarten Essen, das ist schon mal gut. Kein Kalorienverlust beim Aufschlagen von Dosen, das ist, wenn man die Dosen ohne Dosenöffner aufmacht. Das haben wir nicht, wir haben Dosenöffner. Und verringerte Kochzeiten ist natürlich auch nicht schlecht. Sehr schön, das heißt, der nächste Tee, den wir jetzt hier haben... Na genau, der hat 115 Kalorien, der hat 110 Kalorien. Das macht bei Tee nicht so viel aus. Bei Fleisch und Fisch macht es natürlich was aus, weil dort reden wir über größere Kalorienmengen. Und da machen die 10-15% dann schon... Bringt ihr schon was. Gut, die nehmen wir mit. Das haben wir noch bis zum Siedepunkt. Ja. Das nehmen wir auch wieder mit. Da haben wir uns natürlich wieder ganz schön beladen. Hier, ne, hier. Obwohl es dann trotzdem das 3,8 Liter, weil ich so viel Tee gekocht habe. Okay. Wie viel hast du jetzt insgesamt? Schon wieder 49 Kilo? Verrückt. Und jetzt sehen wir schon, es geht unser Essen dann doch ganz schön zur Neige. Wie ist es mit den Klamotten? Die Handschuhe sind leider noch nicht aufgetaut, die Mütze ist aufgetaut, aber noch nass. Die restlichen Klamotten sind trocken. Erfrierungsrisiko sagt uns immer noch, dass die Hände Erfrierungsrisiko haben, weil sie noch nie aufgetaut sind, die Handschuhe. Und ich habe keine anderen Handschuhe an oder dabei. Und zu allem Überfluss ist jetzt auch noch Nebel, da findet man wieder einen Weg. Nee, ach, verdammt. Ach gut, pass mal auf. Ich lege ja noch ein paar Stöcke nach, sodass ich wenigstens versuche, die Handschuhe aufzu...
Town. In der Zeit können wir noch ein bisschen Wasser kochen. Schauen wir mal. Wieso hast du das schmutzige Wasser jetzt hier? Mist. Hast du zu zeitig genommen? Na, da musst du noch mal einen Brennstoff hinpacken. Ja. So, gucken. Ja, jetzt sind wenigstens die. Das Erfrierungsrisiko ist immer noch da an der Hand. Blöd. Aber zumindest ist es nicht mehr gefroren. Jetzt ist es gekocht, so. Jetzt warten wir noch die paar Minuten ingame, bis das Lagerfeuer ausgebrannt ist, dass wir die Kohlen nehmen können. Mal in der Weile mal schnell die Karte. Der Kaninchenhain. Ja, passt auf. Also von hier aus gesehen gibt es eigentlich nur einen Weg und der kann nur direkt hier rüberführen. Das Gebiet hatten wir schon erkundet. Ne? Hier ging irgendwo der Weg hoch zum Aussichtspunkt. Und hier sind wir im Schneesturm gelaufen, da konnten wir jetzt keine Karte malen. Was wir nicht wissen, ist, ob hier mittendrin vielleicht sich noch irgendwas verbirgt. Aber das finden wir dann schon noch raus. Jetzt nehme ich erstmal die Holzkohle mit. Und ich baue auch das Lagerfeuer auseinander. Das bringt zwar jetzt erstmal grundsätzlich keine Punkte. Also kein Material zurück oder sowas. Aber es ist einfach, dass nicht überall die ausgebrannten Lagerfeuer rumstehen. Da vorne zu dem Seil gehen wir noch. Da werden wir allerdings nicht runtergehen. Das wäre bloß eine Karte zeichnen, damit wir auf der Karte sehen, dass dort so ein Abstieg ist. Wir sind völlig überladen und damit können wir nicht an dem Seil klettern. Der Rest der Zustandsverbesserung und die Gesundheit, das kommt dann, wenn wir schlafen. Das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Bei den Erfrierungen, da müssen wir mal schauen, das müssen wir im Auge behalten, ob das weiter steigt. Das ist schon ein bisschen diesig und neblig. Eine Weile haben wir schon noch Tageslicht, das ist gut. Aber wirklich Sicht haben wir von hier oben auch nicht, ne? Jo. Da unten ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, da ist irgendwas von Interesse. Ja, also sind wir hier oben irgendwo lang gelaufen zum Klettern, Kaninchenhain. Müssen wir ein Stück runter gehen und dann vielleicht nehmen wir die Birkenschößlinge noch mit. Apropos Birkenschößlinge. Sind noch bei 100%, sehr gut. Und das, wird das trocken oder nicht? Wie viel war es vorher? Weiß ich nicht. Erfrierung wird, glaube ich, weniger, mehr. Schwer zu sagen. Gut, wir suchen uns jetzt einen gemütlicheren Abstieg. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, natürlich auch nicht, brauchen wir gar nicht probieren. Das wird hier überall steil sein. Müssen wir jetzt tatsächlich mal gucken, wo es gemächlich runtergeht. Bin ich echt so überladen. 49 Kilo schon wieder. Eieiei. Das ist der Kaninchenhain, genau. Das ist bloß so ein Durchgang hier, oder? Ja. Brauchen wir gar nicht versuchen. Müssen irgendwo hier hinten schauen, dass es abwärts geht.
Mir wäre so ein bisschen die Hoffnung, aber das sieht alles sehr steil aus. Ne, Stöcke nehmen wir jetzt nicht mit. Sind schon so überladen. Schade, fehlt ein bisschen die Sicht. Sind wir echt die ganze Zeit so weit nach oben gelaufen, dass wir jetzt wieder so einen weiten Weg zurück müssen? Oh ja. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, es geht auch nicht nach unten, ne? Wir sind dort hinten an der an der Felswand lang gelaufen, damit wir die Orientierung nicht verlieren. Und jetzt laufen wir hier am Abhang lang, damit wir endlich einen Weg finden, wo es runter geht. Ist hier vielleicht ein Abstieg möglich? Nee, ne. Nee, du. Das lass mal lieber. Das sieht sehr steil aus. Ja, das sieht schon eher danach aus, dass es einigermaßen gemächlich abwärts geht. Das war grafisch noch verbesserungswürdig. Geht's auch nicht runter, ne? Das wäre ein Sprung in den sicheren Tod. Aber wenn wir schon mal hier oben sind, können wir natürlich auch gleich nochmal eine Karte zeichnen. Ist das eine Hütte? Da ist eine Hütte. Die haben wir natürlich nicht gesehen im Schneesturm. Rennen können wir nicht, sind wir überladen. Ach, hätten wir die gefunden, das wäre richtig toll gewesen. Dann hätten wir jetzt bestimmt noch keine Erfrierungen. Na, wenn ich sehe, wo die Felswand ist, da sind wir gar nicht allzu weit vorbeigelaufen. Ach, wenn Schneesturm ist, siehst du jetzt nicht. Hast du keine Chance. Wenn jetzt hier noch eine Angelhütte, ein Eisloch auf dem See wäre, das wäre richtig klasse. Da ist ein Kaninchenhain. Na Mensch, und die Hütte hat einen Schornstein, das heißt, da wird er wohl drinnen auch die Möglichkeit sein, Feuer zu machen. Steht ein Wagen rum, der allerdings leer ist. Justis Schuppen, wer ist Justi? Na, müssen wir ganz knapp vorbeigelaufen sein. Och, naja. Gut, gucken wir mal. Hier sind Fässer. Die können wir zerlegen. Da kriegen wir Schrott und Holz. Ist gut. Na, ja, gemauerter Schornstein. Auch gut. Briefkasten. Leer.
Ich nehme mal die alte, kaputte Lampe zuerst, brenne die mal leer. Weil man kann zwar so eine Lampe zerlegen, aber man kriegt, wenn man hier auf Zerlegen geht, wird nicht gezeigt, dass man das Lampenöl zurückkriegt. Deshalb kann ich auch erstmal die Lampe benutzen, das Lampenöl verbrennen und dann kann man sie zerlegen. So, wie sieht es denn hier aus? Stoffe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Neues T-Shirt. Kovitschan-Pullover, das ist doch auch irgendwas ganz Tolles. Nehmen wir erstmal mit. Bin jetzt natürlich komplett überladen. Fackeln, das muss ich mich dann sortieren. Kissen. Was zu essen. Wasser. Buch nimmst du auch mit. Was ist denn das? Ein Verband. Ist eine Notiz, eine Seite. Auch in diesem Jahr sehe ich wieder Hubschrauber über den Bergen. Letzten Monat habe ich 3 gezählt, diesen Monat schon 2. Die kommen immer, wenn das Wetter kälter wird. Ich weiß, dass das nicht alles Touristen sein können, jedenfalls nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr. Und zwar schon lange. Gut. Ahornsirup auch schön. Also irgendwas geht hier vor. Streichhölzer. Hier ist übrigens ein Kamin. Kann man Feuer machen. Ne, wieso denn jetzt? Wieso hast denn du die Lampe jetzt weggeräumt? Na, probier es einfach nochmal. So, sehr gut. Gut, Schleifstein und Messer ist gut. Zunderbündel lässt er mal liegen derweile. Oh, eine Truhe. Getragener Stadtparker. Gut, das kann man alles zerlegen, das überlege ich mir. Das sortiere ich in aller Ruhe mich, wie ich es brauche. Teller. Gut, wie sieht es jetzt zeitlich aus? Wir hätten zwar grundsätzlich noch ein bisschen Tageslicht, um zurückzulaufen zum Hangar. Ich muss aber erstmal ein bisschen sortieren das Inventar, dass ich nicht so viel mit mir rumschleppe. Die Mütze ist inzwischen trocken, aber nur noch 67%. Die kann ich auch reparieren. Die Handschuhe sind noch 69% nass. Wie sieht es hier aus? Erfrierungsrisiko ist immer noch da. Verdammt. Und ja, wie gesagt, hier inhaltsmäßig muss ich ein bisschen schauen, dass ich Stadtparker. Wäre ich wahrscheinlich zerlegen. Da mache ich aus 1 Kilo dann 3 Stoff, also 300 Gramm. Na, und so mache ich das dann. Und so werden wir uns dann morgen wieder hier sehen. Da starten wir dann von dieser Hütte. Von Justys Schuppen. Wo sind wir denn? Hier unten. Das ganze Stück haben wir nicht kartografiert. Na, vielleicht laufen wir dann. Wir müssen ja sowieso irgendwie einen Weg finden runter. Wenn wir dann hier irgendwie rüberlaufen, machen wir hier noch irgendwie ein paar Zeichnungen. Und dann laufen wir zurück, entweder zum Haupthangar oder dann direkt zu unserem kleinen Lager, was wir eingerichtet haben, zum Wohnwagen des Frachtführers. Wenn wir die Map irgendwann vielleicht verlassen, können wir uns überlegen, ob wir die Abkürzung nehmen oder ob wir an dem Wohnwagen an der Junkerkoppel vorbeigehen. Dort haben wir zum Beispiel Bleischrott gebunkert und noch ein bisschen was anderes an Material. Aber auch das können wir uns alles in Ruhe überlegen. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zusehen, verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.